Hallo, mein Name ist Adam Tooze. Ich grüße Sie aus New York. Ich freue mich, Ihnen mein neues Buch bei Beck vorstellen zu dürfen: Welt im Lockdown, die globale Krise und ihre Folgen. Es ist eine Geschichte des Jahres 2020, der Corona-Krise und vor allem der Wirtschaftskrise, die auf dem Virus folgte. In der Geschichte der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg ist dieser wirtschaftliche Schock einmalig. Noch nie sind so viele Menschen gleichzeitig weltweit arbeitslos gemacht worden. Noch nie sind Milliarden Menschen in ihrer gewöhnlichen Lebensführung so durcheinandergebracht worden wie in diesem Jahr. Noch nie ist der globale Verkehr, der globale Handel so intensiv und so abrupt unterbrochen worden wie 2020. Es handelt sich in diesem Buch um eine politische Geschichte, um eine Geschichte, die die Frage stellt: Wie sind die Regierungen der Welt mit dieser einmaligen Krise umgegangen? Wie haben sie versucht, hinter den Kulissen das globale Finanzsystem zu stabilisieren? Wie haben sie den Schock für buchstäblich Milliarden Menschen weltweit versucht abzupuffern? Welche Konsequenzen hat das für die Politik? Welche Konsequenzen hat das für die Führungsrolle Amerikas, für die Position Chinas in der Welt und für die Zukunft Europas? Welt im Lockdown ist eine politische Geschichte, eine Wirtschaftsgeschichte, eine geopolitische Geschichte. Man möchte sagen, es ist Zeitgeschichte, aber noch mehr, es ist das Wagnis einer Geschichte der Gegenwart. Ich wünsche Ihnen spannende Lektüre. Bis bald.